Action! Nein, wir sind im Start. LL Cool J Belzec. Wunderschönen guten Morgen hier aus Camp Lindford. Wir haben heute was richtig Cooles vor. Es wird anstrengend. Ja, guck ich sie mal dabei. Es wird anstrengend, aber ich hoffe, es wird sich lohnen. Und zwar, wir werden einen Kona abholen und einen Hyundai i30N. Und zwar bei der Torpedogruppe in Dresden. Ja, das ist ein Hyundai-Händler und der hat sehr viele Fahrzeuge auf Lager. Deswegen haben wir uns für ihn entschieden. Ist zwar etwas weiter von uns weg, aber da Dresden sowieso richtig cool ist, fahren wir dahin. Wir werden so ein bisschen von der Stadt berichten, von dem Autohaus, von der Abholung und natürlich von den Fahremotionen, die wir bei dem Hyundai Kona und bei dem i30N haben werden oder auch nicht. Natürlich ist das auch was anderes, wenn man eine Probefahrt macht und 10 Kilometer fährt, ja, oder Stunde zwei, als wenn man in einem Auto 6 Stunden am Stück fährt. Ja. Die Sitze, Popo, Massage, nicht Massage. Ich glaube nicht, dass die Massage haben, aber lasst uns überraschen. Auf jeden Fall, wir fahren mit unserem Lieblingsauto und zwar den Audi A8. Kommt mit! Action! So, wir sind startklar zum Dresden. Nein, wir sind start. Scheint die Sonne eigentlich? So, ja, die Sonne scheint. Wir sind startklar und fahren jetzt nach Dresden und ich muss euch was zeigen. Ich will mit! Guck hier, mein Baby! Was machst du da im Auto, mein Schatz? So. Boah! Ich hab mir das Ding in die Hände geschmiert. Das ist nicht normal. Nein, auf jeden Fall, wir machen jetzt eine kurze Pause hier. Wir sind kurz vor Dresden. Und ja, die Kollegen, die drinnen im Wald stecken, mussten kurz für kleine Jungs. Ich hoffe, die kommen wieder. Ja, wir gehen gleich weiter. Die Fahrt geht ziemlich gut und ich bin echt auf morgen gespannt. Ne? Heute gucken wir uns ein paar Klamotten an. Prior Design Klamotten. Mhm. Gucken, was der Moritz da für uns vorbereitet hat. Ja, genau so ist das. Und morgen haben wir Termin bei Hyundai. Hyundai! Da ist der Belzec, ja. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Alles gut? Perfekt. Traumhaftes Wetter, Leute. Ja, auf jeden Fall, wir sind in Dresden. Ja, das Hotel ist sehr gut. Also wer in Dresden hier vielleicht übernachten muss oder so. Das Hotel fand ich gut, sauber und neu. Alles, was man braucht. Wir fahren jetzt zu der Torpedogruppe, zum Tom, der uns da betreut bei Hyundai. Und ja, ich bin selber gespannt, was uns da erwartet. Leute, aber das Wetter ist so traumhaft, wir haben 16 Grad. Also wir sind da Karosserieteilehersteller, wir produzieren so Teile für Autos. Designen, machen so spezielles Und Design. Und habt ihr jetzt auch bald wieder frei, oder? Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen schönen Tag. Kostet 2.500. Boah! Okay. Der Lauf jetzt. So. Aus Westen. Ja, wir sprechen aber nicht. Nein? Ja, neben Düsseldorf. Tschüss. Ja, Andreas, was sagst du dazu? Die sind sehr freundlich, oder? Die sind sehr freundlich und die hat PS. Also eins muss man sagen, wirklich, die Leute hier in Dresden sind wirklich freundlich. Die haben uns einfach so auf der Straße angesprochen, weil wir ein schönes Auto haben. Also, wir sind fast da. Und wir sind fast da. In 300 Meter. Oh, End Performance Center. Die gute Cross. Seite der Macht. Krass, bauen die sowas um? Also, ich finde am Hyundai so cool sowas. Also, richtig cool von Hyundai, dass selbst bei Hyundai solche Autos im Auto stehen. Finde ich richtig gut. Ja? Dass die nicht so anti-tuning sind. Ja, auf jeden Fall, ja, ich bin gespannt, komm raus.
sind hier bei Hyundai in Dresden angekommen und hier stehen wirklich richtig viele i30N Modelle, wirklich. Also ich habe noch nie so viele i30N Modelle gesehen bei einem Hyundai-Händler. Und voilà. Ja, moin. Hi. Hallo, grüße. Hi. Das ist der Tom. Hi. Und der macht hier alles, dass der Verkauf hier auf Vordermann gebracht wird. Genau. Mit Herzblut beim i30N. Ja? Ja. Ist halt hier in Dresden ein großes Klientel. Gerade so in der Region. Und dann, wie man schon sieht, gehen wir auf Kundenwünsche auch rein. Und dann haben wir da einen sehr großen Absatz. Ist das Verkaufsauto hier bei Hyundai? Ja, doch. Wir haben uns dann nicht umsonst als M-Performance Center ernannt. Okay. Einfach aus dem Grund, weil wirklich sehr, sehr viele Kunden gerade hier in Dresden auf das Auto so festgehen. Und dann. Okay. Also ja. Bei uns fahren auch viele. Ja. Ich habe so ein bisschen jetzt gepostet, hier bei Facebook und Instagram und überall. Ja. Also auch mit dem JP habe ich ein Video gedreht. Mhm. Hast du gesehen? Ja, schön. Und da haben sich wirklich so viele Leute gemeldet. Ich hätte niemals das Auto auf dem Schirm gehabt. Ja. Aber jetzt, wo wir so ein Video gepostet haben, dass wir was umbauen wollen und so weiter, da haben sich unglaublich viele Leute gemeldet. Ne? Finde ich richtig cool. Ja, es ist eine riesen Käuferschicht, muss man halt sagen. Also wir können von klein bis zum großen, wir können halt alle mit dem Auto bedienen und das Auto macht einfach Spaß, kompromisslos und demzufolge ist es dann halt für jedermann in dem Moment ja auch erschwinglich. Mhm. Da bin ich gespannt, vom Fahren her, wie das so ist. Ist das der, den wir bekommen? Nee, der nicht. Der nicht? Oh. Der nicht. Oh. Dann müsst ihr schon das selber arbeiten. Ja, wir machen im Auto. Also die Aufkleber von Design her, richtig cool. Guck mal, das ist alles stimmig, ja, und cool. Aber lass uns dann vielleicht unseren angucken. Da steht der Hyundai i30N. Oh. Das ist, glaube ich, die geschützte Farbe zurzeit. Ja? Nicht nur bei Hyundai, sondern auch bei den anderen Herstellern. Ich mag die Farbe wirklich. Ja. War ein bisschen personalisiert mit dem Kennzeichen. Oh. PD. Und mein Geburtsjahr. Ja, der Belzig ist Baujahr 75. Also, das passt auch noch zufällig, weil das Auto 275 PS hat. Nein, das ist mein Geburtsdatum. Komm mal drüber. Ja. Mein erster Hyundai. Oder meine erste Fahrt. Ne? Tja. Ja, wenn man jetzt auf den Start noch drückt, wird man merken, Sitz fährt nach vorne, ist der Komfort aus zum Ein- und Aussteigen. Wir haben hier am Lenkrad die Elemente ja zum Einschalten der Fahrmodis. Okay. Und hier einfach für die Standard voreingestellten Fahrmodis oder dann hier für den N-Mode, wo dann halt wirklich der Spaßfaktor hochgeht, die Klappe vom Auspuff geht auf, das Fahrrad wird straff, das Lenkrad wird straff. Okay, also hier. Genau, richtig. Wenn ich den Fahrmodus, ich schalte mal eine Stufe weiter, den Fahrmodus jetzt hier auf den Custom-Mode an, jetzt mit dem N-Modus, okay. Das ist rot gekennzeichnet. Wenn ich jetzt auf den Custom-Mode schalte, habe ich hier die Möglichkeit, über die Einstellung mir das Auto noch selber abzustimmen. Ja, wir können Motor, die Drehzahlanpassung, Getriebe, Auspuffklang, Fahrwerk, Radaufhängung etc. Das kann ich mir alles halt so einstellen, wie ich es gerne möchte. Ne? Rückenfreundlich jetzt aber ein bisschen auf normal geschalten. Mhm. Und im Antriebsbereich kann ich natürlich dann Motor, ähnlich wie bei Mercedes zum Beispiel, dass wir die Sport Plus etc. Geschichte haben, dann ist natürlich dann der volle Drehmoment. Liegt dann an. Und cool. Auspuff Sport Plus, ich kenne kaum jemanden, der nicht im Sport Plus fährt. Ich wollte das sagen, das wird mein Dauerknopf. Aber schön, ehrlich, ich bin echt, wirklich echt überrascht, ne? Dass das Auto wirklich gut aussieht. Ja, haben auch so ein paar Features wie Lenkradheizung etc. Ich meine, gut, das werden wir jetzt im Sommer vielleicht nicht so unbedingt brauchen, sondern die Einfahrregel ist ganz wichtig. Ich muss mal studieren, wie das Auto eingefahren wird. Okay. Ich leg's mal rein für später. Ja. Ja, ansonsten, ja, also Features wie Sitzheizung, Klimaautomatik, ist es klar, das Standard ist alles drin. Genau, alle Pakete sind im Auto hier drin, also von dem Panoramadach über das Komfortpaket, man hat es gemerkt, wie der Sitz vor- und zurückfährt, wir haben die Memory-Funktion, dann die Sportsitze sind drin, auch hier mit der Beinauflage zum Verlängern. Oh, okay. Natürlich das Navigationssystem ist drin, mit dem Digitalradio, also wenn ich hier auf dem Monitor, ist dann die Navigation. Mm, okay. Und im Home-Bereich habe ich dann die Möglichkeit auszuwählen, ob Radio oder die Navigation und hier natürlich mit DAB. Im Rückwärtsgang habe ich natürlich noch eine Rückfahrkamera. Okay. Die ist mit inklusive. Okay. Also sind wir schon, was kostet das Auto hier, so wie es gerade steht? So wie er hier steht, sind wir ungefähr bei 32. 32.000? Mhm.
Okay. Normale Liste sind so irgendwas knapp um die 38 und okay. Der rabattierte Preis bei, Endkunde ist irgendwas um die 32. Okay, ihr gebt von vornherein so ein bisschen Rabatt dem Kunden. Okay. Der Markt ist ja natürlich sehr hart umkämpft und jeder arbeitet mit seinen Rabatten und da möchte man schon irgendwo auf einer Liga mit den anderen schwimmen. Mhm. Aber ich nehme 32.000 für so ein Auto? Das ist viel Auto für das Geld. Also ja, ein großes Highlight ist hier noch die 5 Jahre Garantie ohne der Kilometerbegrenzung. Ich meine, wir haben ein Auto mit 275 PS, wir brauchen uns nichts vormachen. Der das Auto hat, der fährt das Auto auch dementsprechend. Mhm. Und wir haben trotzdem 5 Jahre volle Garantie. Natürlich, wenn ich es übertreibe, dann ist dann auch irgendwann mal der Punkt, man kann alles über Steuergerät auch rauslesen. Mhm. Aber im normalen Fahrbetrieb, wenn hier was kaputt geht, gibt es da keine Diskussion. Cool. Das macht auch nicht jeder. Ich meine, ich kann also nur so lange Garantie geben, wenn ich überzeugt bin, dass der Wagen auch wirklich, ich sag mal, 5 Jahre ohne irgendwelche Mängel fährt. Ja. Mindestens. So ein paar Kinderkrankheiten, die erkennen sie halt recht schnell und dann wird auch mal angeschrieben und dann werden die Kunden auch zurückgerufen und sagen, hier, das und das müssen wir abstellen. Aber ich sag mal, dass wir jetzt groß Schäden oder irgendwas hatten, ist bis jetzt auch nicht der Fall. So, also wir sind jetzt nicht nur für ein Auto hier, sondern auch noch der daneben. Wir werden bunt. Wir werden bunt, genau. Und die Schleife kriege ich enorm gleich hier auf die Brust. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Ein Hyundai Kona? Kona, genau. Kona. Richtig. Jetzt mal komplett das Gegenteil zu dem, wo wir jetzt gerade drin gesessen haben. Hier reden wir über einen Hybrid. Also heißt, hier sind wir auch umweltfreundlich unterwegs. Tolle Schleife. Der Norm bekommt die Schleife. Guck mal, das ist so ein Saugknopf. Kannst du hier so. Ist das rot oder ist orange? Tangerine Komet heißt die Farbe. Das ist unorange. Tangerine Komet. Okay. Jetzt wissen wir mehr. Wir sagen immer Tanga Orange. Tanga Orange. Tom? Ja. Wie nennt ihr die? Tanga Orange. Ja, Tanga. Danke. Handelsüblich wie die Schlüpfer. Ja, hier Kona Hybrid. Auch hier haben wir uns ausstattungstechnisch nicht lumpen lassen. Haben wir wirklich schon das aktuelle Navigationssystem, was jetzt in den Folgemodellen bei Hyundai jetzt noch verbaut wird. Also es ist etwas größer, ist ein bisschen besser aufgebaut, sieht es ein bisschen moderner. Features wie Head-Up-Display zum Beispiel, ja, gut, Klimaautomatik, Induktionsladefläche, ist hier alles verbaut. Es ist ein Hybrid. Ja, okay. Fährt schön, ist eine Automatik, hat knapp 140 PS. Okay. Sind wir auf jeden Fall für die aktuelle Situation mit unserer CO2-Thematik bestens unterwegs. Aber das Lenkrad voll klein. Ja, das ist alles ein bisschen cool. Kompakter. Ne? Das ist ja cool. Das ist das Head-Up-Display, genau, das kann ich dann auch von der Steile her etc. einstellen, das ein bisschen besser sichtbar zu gestalten. Natürlich hier genauso mit DRB. Was heißt denn hier Hybrid? Was hat er an Benzinleistung? Was an Elektro? Ja, die Benzinleistung betrifft sich auf 105 PS okay. Und der zu ausschließend zu 141 PS ist dann der Elektromotor, der dann die Kraft dazu entwickelt. Geht der gut? Ja, geht gut. Geht gut. Ich sag mal, für Stadt-Land ist super. Auf der Autobahn gut. Ja, da könnt ihr mehr. Ja, aber gut, es ist ja ein kleiner SUV. Genau. Also ich finde sehr gut, dass wirklich alle Hersteller darauf reagiert haben und quasi so kleine SUVs gebaut haben. Weil ich persönlich, vielleicht bin ich etwas älter, aber ich persönlich finde, wenn das Auto etwas höher ist, fährt sich richtig gut. Ja, die Übersicht, ne? Gerade auch in Stadt. Ich fühle mich dann sicherer, ja. Ich bin ehrlich, wie es ist. Also Sportwagen, ja, ab und zu am Wochenende, aber so kleine SUVs, ne? Finde ich cool. Was ja auch schön ist, er hat auch schon das aktuell dieses Blue Link, ne? Also dass ich mein Telefon per App mit dem Fahrzeug verbinden kann. So demzufolge kann ich dann, ja, ob man es braucht, Verbrauchswerte etc. vom Telefon aus erkennen. Ich kann weiß, im Standort des Fahrzeuges, kann ich alles übers Telefon, ähnlich wie andere Hersteller, Mercedes Mi etc. Okay, ja? Cool. Das ist hier auch schon alles mit drin. Ja. Mhm. Was schön ist, haben wir auch ein Grell Soundsystem. Also da ist im Kofferraum integriert Subwoofer vorne, Lautsprechersystem, da kann man auch mal vernünftig Musik hören. Das ist dann, ich sag mal, für das kleine Auto ist ja doch relativ viel, was uns hier tagtäglich begleitet. Aber auch, dass die Türgriffe zum Beispiel schwarz sind, ist das serienmäßig oder musst du das extra bestellen? Nee, ist serienmäßig. Finde ich cool. Hyundai ist da relativ einfach gestrickt. Also gibt es eine Ausstellungsvariante, gibt es 3 verschiedene Kategorien. Okay. Da kann ich nur 1, 2 Pakete zu wählen, aber ein Interieur und Exterieur irgendwo noch groß zu variieren, da haben wir keine Chance, da macht das Hyundai alles geradlinig. Okay. Ich bin echt gespannt. Also wir werden wirklich berichten, ja, und ganz viele Videos machen. Sehr schön. Und ganz viel fahren. Haben ja auch die Modellpaletten gehen ja immer höher. Also jetzt zwar ganz neu, wird jetzt der Genesis neu aufgelebt. Also das ist ja die Luxusklasse bei Hyundai, aber da gibt es nur 3 Stores derzeit in Deutschland in Planung. Okay. Und das ist was? Genesis ist quasi wie bei Toyota der Lexus. Okay. Das sieht ja aus wie eine S-Klasse. Mhm. Das hat jetzt die Autobild erst berichtet mit Fotos von unserem Auto. S-Klasse für 27.000 Euro. Der kostet 27.000 Euro? Der hier steht, kostet 27.000 Euro.
Okay. Sind schon andere Preiskategorien. Also krass. Ja, aber halt auch alles Softloads, Türen ziehen sich ran etc. Ehrlich? Ja, ja. Also wenn ich ehrlich sein soll, ich will nicht sagen, habe ich ja 45.000 Euro bei dem A8 in Minus gemacht in den letzten anderthalb Jahren. Schade. Ja, da kaufe ich mir zwei Hyundais für neu. Und die kann ich 5 Jahre fahren mit voller Garantie. Ja. Ich muss ehrlich sagen, gerade was den Alltagsgebrauch etc. betrifft, das ist eine super Ausstattung. Die Autos fahren toll, es gibt keine Probleme für das Geld, was man hier geboten bekommt. Ich kann, wie gesagt, ich bin lange auch Verkäufer für VW und Audi gewesen und bin danach hierher gekommen. Ich vermisse nichts. Was ich richtig cool finde, ich kann das immer wieder sagen, ja, dass ihr einfach so offen seid für alles. Bei manchen ist das sogar so schlimm, da kannst du nicht mal Spiegel folieren. Ja? Okay. Da liegt die Garantie, wenn man Spiegel foliert. Wir sind ja froh für Veränderungen, dass sich jemand damit beschäftigt, um die Marke auch zu repräsentieren. Und deswegen sind wir da wirklich sehr offen. Auch gerade wir als Autohaus sind da auch für jegliche Projekte offen und immer zu haben. Sehr schön. Finde ich ganz toll. Allzeit gute Fahrt. Dankeschön. Lassen ganz. Wir hören uns und sehen uns. Ciao. Der Belzec fährt ein Hyundai. Jetzt neu. Haben schon viele geschrieben. Belzec, warum fährst du Hyundai? Warum? Darum. Ich probiere es. Ja? Was man nicht probiert, kann man nicht sagen, ob es gut ist oder nicht. Oder? So denke ich auch. Das probieren wir. Hyundai i30N mit LL Cool J Belzec.